Liebe Bella, liebe Wanderfreunde von nah und fern, ich möchte euch heute Morgen hier in Bell begrüßen zur Einweihung des Dieleisteigs. Weiterhin möchte ich begrüßen unseren ersten Beigeordneten von der Verbandsgemeinde Kastelauen, den Herrn Hermann Neumann, der nachher die offizielle Eröffnung durchführen wird, und den Frank Müller hier, der Initiator, der dieses ganze Projekt ins Leben gerufen hat und auch begleitet hat. Die Dielei, das ist jetzt nicht hier der Felsen, das ist ein Felsen einer weiter oben, das ist die Dielei. Die war in den letzten Jahren ziemlich stark verwuchert und zugewachsen. Ich kenne das von meiner Frau, die hat immer erzählt, dass sie als Kinder hier zur Dielei gegangen sind, Ostern, und haben dort Ostereier runtergeworfen, unten auf die Wiesen. Und die sind dann nicht kaputt gegangen, die sind dann ganz geblieben. Und ihr werdet es nicht glauben, jetzt ist alles wieder frei da oben. Wir waren dieses Jahr Ostern dorthin gegangen, haben das ausprobiert und das ist tatsächlich so. Also man kann von dem Feld oben Ostereier runterschmeißen. Das ist so feucht und nass da, die landen auf dem Boden und sind dann noch ganz, die sind nicht kaputt. Als dann vor etwa einem Jahr hier bekannt wurde, dass die Verlängerung von dem Saar-Hunsrück-Steig von Idar-Oberstein nach Bobbert hier durch das Wohnrudertal und durch Bell führen würde, hat der Frank das zum Anlass genommen, weil ich wusste, er hat immer schon eine Renaturnierung von der Dielei vorgehabt, weil das alles so zugewuchert war, und hat das dann praktisch in die Hand genommen, hat eine Planung gemacht und hat dann versucht, diesen Dielei-Felsen in diesen Rhein-Hunsrück-Steig, den Saar-Hunsrück-Steig mit einzubinden. Der hat dann ein Team gefunden hier im Ort, die haben das dann freiwillig mit eigenen Leistungen zustande gebracht, haben einen Klettersteig rausgebaut, und seit gestern Abend weiß ich auch, warum er so ein Fan vom Klettersteig ist und warum es ein Klettersteig geworden ist, weil er halt eben mit seinen Kumpels da jedes Jahr in die Alpen fährt und wandert. Ich bin den schon gegangen, den Klettersteig, der ist ganz toll geworden, und er hat es auch geschafft, die Verbandsgemeinde zu überzeugen, dass der in diesen Saar-Hunsrück-Steig mit eingebunden wird, und deswegen stehen wir heute hier und tun den Klettersteig hier im Wohnrudertal als Teil des Etappe 20, ist glaube ich, des Saar-Hunsrück-Steiges einweihen, und dann kann man den nachher auch noch besteigen mit dem Frank, der dann vorgehen wird. Erst schon mal ein Dankeschön an den Frank und sein Team, dass sie in so einen tollen Klettersteig hier aufgebaut haben. Ja. Und dann möchte ich das Mikrofon weitergeben an den ersten Beigeordneten, den Herrn Neumann, für ein paar Worte. Meine Damen und Herren, liebe Wanderfreunde, liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Bell, mit Ihrem Ortsbürgermeister Manfred Kochen und Ihrem Ortsvorsteher Andreas Bauer, liebe Frau Boos-Vogt und Kollegin von der Touristinfo in Kastelauen, heute ist ein schöner Tag für uns alle und für alle, die gern wandern. Wir sind heute hier zusammengekommen, um den Abschnitt Dielei-Steig des Saar-Hunsrück-Steigs, Etappe 20, zu eröffnen. Meine Damen und Herren, ein französischer Arzt und Schriftsteller sagte einmal Folgendes: Die Landschaft erobert man mit Schuhsohlen,
nicht mit dem Auto reisen. Persönlich müsste ich mir diesen Satz einmal gut merken. Wandern bringt Lebensqualität, Wandern ist gut fürs allgemeine Wohlbefinden und für die Gesundheit. Denn es gibt kaum eine naturschonendere Bewegungsart. Liebe Wanderfreunde, mit dem Dielaichsteig, ein Kletterpfad, wird die Etappe 20 des Saar-Hunsrück-Steiges noch attraktiver. Meine Damen und Herren, wie kam es dazu, zu der Idee, den Dielaichfelsen zu einem attraktiven Aussichtspunkt zu machen? Das in Zusammenarbeit mit unserer Touristinformation Probos Vogt in Kastlauen. Über Zahlen, Fakten, Anzahl und vielen anderen geleisteten ehrenamtlichen Stunden, den Bau einer Schutzhütte, ehrenamtlichen Gleiches und einiges mehr von Herrn Frank Müller. Da ich ja hier für unsere Verbandsgemeinde stehe, will ich aber doch betonen, dass sich die Verbandsgemeinde an den entstandenen Kosten mit 30% beteiligt hat. 70% der Kosten werden ja über das Projekt Saar-Hunsrück-Steig bezuschusst. Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Bell, allen, die an der Umsetzung dieses Projektes beteiligt waren, auch den Mitarbeitern des Bauhofs der Verbandsgemeinde Kastelau, stellvertretend für alle nenne ich hier Frank Müller. Einen weiteren Namen möchte ich aber auch nennen. Denn die Maßnahme wurde ja in der vergangenen Wahlperiode des Gemeinderates durchgeführt. Sicherlich mit vollem Tatendrang dabei, so wie ich ihn kenne, den damaligen Ortsvorsteher, meinen Freund Dietmar Gass. Allen also nochmals Dank und Anerkennung. Hier wurde gute Arbeit mit viel Leidenschaft und Herzblut in dieses Teilstück investiert. Darauf könnt ihr alle stolz sein. Unser Landrat Bertram Fleck von Ilsa findet ja der Wechsel zum neuen Landrat statt, hat vor 14 Tagen bei der Eröffnungsfeier der neuen Etappe des Saar-Hunsrück-Steigs folgenden Satz gesagt. Der Wandertourismus wird auf eine neue Ebene gehoben. Der Ort Bell wurde im vergangenen Jahr beim Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft mit einem tollen Ergebnis auch auf eine neue Ebene gehoben. Mit dem Dielaichsteig sicherlich auch. Ich darf nun das Wort übergeben an den Herrn Müller, der dann Daten und Fakten nennt. Ja, vielen, vielen Dank. Ich möchte gar nicht viel sagen, weil wir wollen heute nicht lange reden, wir wollen heute feiern. Es gibt was zu feiern. Und ich begrüße erstmal alle Wanderfreunde, die aus Mastershausen kamen, die aus Kastlauen kamen, wo immer ihr herkommt. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Wir haben was zu feiern. Die Bella haben ihre Dealer wieder nach 40 Jahren durch ein Röschenschlaf, haben wir sie wieder erweckt, wir haben sie wach geküsst. Und wir feiern so ein bisschen auch die inoffizielle Einweihung dieser Etappe 20. Ich persönlich finde eine der schönsten Etappen im ganzen Saar-Hunsrück-Steig. Bravo. Und ja, es ist ein bisschen subjektiv gesehen, aber es ist einfach so. Ja, und wir heißen den Saar-Hunsrück-Steig hier in Bell recht herzlich willkommen. Kurz zu den Daten. Wir haben etwa 450 ehrenamtliche Stunden hier reingehängt. Wir haben hier den Rastplatz angelegt. Dazwischen etwa über 50 Löcher gebohrt für Anker, für Tritte, für Seile anzubringen. Wir haben 100 Meter Stahlseil angebracht. Wir haben oben noch eine Schutzhütte gebaut, auch mit einem schönen Rastplatz. Es ist eine wunderschöne Sache geworden, aber da könnt ihr euch gleich selbst von überzeugen. Es gibt eigentlich gibt es keine Sprache in der ganzen Welt, die das mit einem einzigen Wort ausdrücken kann, außer das Hunsrücker Dialekt. Für mich, sage ich, ist das Ganze hier ein Geheimnis. Bravo. Eine Sache vielleicht noch, ich war auch vor 14 Tagen auf der Eröffnung in Mosshausen des Saar-Hunsrück-Steiges. Da sagte die Frau Evelyn Lemke, unsere Wirtschaftsministerin, das Wichtigste, was wir hier im Hunsrück entwickeln müssen, in unserer tollen Landschaft, die wir haben, diese wellige Landschaft mit den tiefen, eingekerbten Tälern, das Wichtigste, was wir entwickeln müssen, ist das Selbstbewusstsein, dass das, was wir hier haben, wirklich schön ist und allen wert ist, auch Gästen anzubieten. Und daran müssen wir, glaube ich, noch weiter arbeiten.
Wir liegen hier mit dem Teilstück von Bell demnächst zwischen zwei oder drei touristischen Schwerpunkten eigentlich. Demnächst eine Hängebrücke in Mörsdorf am Anfang der Etappe. Dann hier oben am Ende der Etappe haben wir unseren Tiererlebnispark, der Ostern eröffnet hat, der auch sehr gut angenommen wird. Und wir haben am Ende der Etappe natürlich die hervorragende Stadt Burgstadt Kastellaun, ja, wo es wirklich touristisch die letzte Zeit immer weiter bergauf geht. Und ich denke, das Potenzial müssen wir nutzen. Da sollten wir auch als Gemeinde unser Teil dazu leisten, dass wir da die Touristen animieren, einfach länger hier zu bleiben, hier noch zu übernachten, weil es gibt hier wirklich viel tolle Sachen zu entdecken. So, damit bin ich eigentlich am Ende, aber ich muss auch noch ganz viel Dank sagen. Dank sagen erstmal an die Helfer und die freiwilligen Helfer, die zum Beispiel in Mastershausen und in der Weihbachklamm so einen tollen Job machen, da die Traumschleifen realisiert haben, die natürlich auch Herzstück dieses Hunsrücksteigs geworden sind. Und der Touristinfo und der Touristischefin in Kastellaun, der Frau Boos-Vogt, die früh erkannt hat, dass Wandern nur auf Premium-Niveau Zukunft hat. Und das war die Voraussetzung, dass der Saar-Hunsrück-Steig überhaupt diesen Verlauf genommen hat, dass wir hier durch unser Tal hochkommen. Hätten die anderen in Mastershausen und auch in der Weihbachklamm der Verbandsgemeinde nicht so einen tollen Job gemacht, wäre der Weg nie hier lang gekommen. Dafür vielen, vielen Dank. Ja, auch die Zusammenarbeit mit der VG, mit der Frau Boos-Vogt, mit dem Jürgen Emmel war hervorragend. Wenn wir hier irgendwas hatten, wir haben immer konstruktive Lösungen gefunden. Das hat wirklich klasse funktioniert. Dafür von mir auch nochmal. Vielen, vielen Dank. So, dann allen Dank, die Kuchen gebacken haben für heute, die Waffelteig gebacken haben. Es wurden sogar spezielle Waffeleisen noch konstruiert. Oh. Nils, vielen Dank für die professionelle Bewirtung hier direkt vor Ort. Das hat uns sehr entlastet und geholfen. Den Jagdhornbläsern, die spontan noch ihren Einsatz hier, weil sie sind schon angekommen, zugesagt haben. Das war auch klasse. Ich muss meiner kleinen Tochter Emily auch Danke sagen. Ohne sie wäre der Einstieg nicht an diesem Platz, weil die Gila ist ja eigentlich der Felsen weiter hinten. Aber da sie mit dem Kindergarten immer hier rumgeturnt ist, hat sie gesagt, Papa, guck mal, das ist doch die Delay. Und so kam erst die Idee zustande, auch diesen Platz hier mit in den Ganzen zu integrieren. Aber bravo, bravo. Aber am meisten Dank muss ich meinem Team sagen, meinen Helfern. Es hat so viel Spaß gemacht mit euch, hier das Projekt zu verwirklichen. Ich glaube, ich hätte auch noch die eine oder andere Idee, vielleicht noch was zu machen. Also, wenn ihr mir die Treue haltet, mal gucken, vielleicht machen wir ja noch was Schönes. So, jetzt bin ich so gut wie am Ende. Wichtig noch, vergesst nicht, es gibt nicht nur die Delay heute, auch weiter unten an der zweiten Mühle, da gibt es eine Ausstellung von Marmorskulpturen. Die Künstlerinnen und Künstler, das Ehepaar Jakobs und die Nicola Schnier stellen dort ihre Marmorskulpturen aus. Wird mit Sicherheit ganz interessant. Kann ich jedem empfehlen, da noch schnell vorbeizugehen. Und ich danke noch zweien, die ich aber gar nicht beeinflussen konnte. Das ist einmal der Petrus, der heute Morgen noch schnell den Weg nass gemacht hat, damit es nicht so staubt und jetzt die Schotten hoffentlich dicht hält bis heute Abend. Und der Mutter Natur, schaut mal da oben den Kirschbaum, wie alles so toll hier blüht, das zarte Grün. Ja, aber ich kann es nicht beeinflussen, es war einfach heute so. Ja, und damit übergebe ich an dich für die für den offiziellen Eingang. Meine Damen und Herren, liebe Wanderfreunde, auf dem schönen Flyer hier, der zur Eröffnung rausgegeben wurde, steht auf der ersten Seite Eröffnung. Auf der zweiten Seite 11 Uhr offizielle Einweihung durch den ersten Beigarten. Ich würde sagen, eine Einweihung überlässt man der Geistlichkeit. Ich tue dann eröffnen. Bravo. So, ich werde jetzt das Tuch hier entfernen, damit man die Kabel auch sieht. Liebe Wanderfreunde, damit ist der offizielle Weg, der Delay-Steig, eröffnet. Ich darf alle, die diesen Weg gehen und wandern,
ganz herzlich viel Erfolg wünschen und viel Spaß dabei. Vielen Dank. Thank you.
die Schweine so rausgehen. Mit der Kamera, die die Männer auch gestern hatten. Was sind das für Löcher? Klickerlöcher. Klickerlöcher. Zum Rummel. Klicker, das muss noch mehr. Das ist okay. Das ist ja Wahnsinn. Wir haben und Schwanger Herbert hat uns gespielt. Ja, das ist tatsächlich. 80. Ja, mein Ersatz ist noch nicht so. Ja, da vorher. Wir machen. Oh ja, komm mal her. Ja, komm. Wir beide, ne? Ich muss den Hausabnehmer und Renate muss morgen früh weg. Wir müssen das jetzt auch festmachen. Ja, ja. Machst du beruflich jetzt die Mission noch? Ich hab ja noch meine eigene. Also hast du dein eigenes? Man eben die ersten Schichten runter und formt. Dann wird es geglättet. Ja, ja. Und ab dann ist Handarbeit. Ja, oft sieht man ja auch dann, dass so als Endprodukt. Ja, gut, man kann unterschiedliche Strukturen anlegen. Ne? Mhm. Was gibt das hier? Das Kopf? Das ja, hier ist ein Kopf und zwei Arme. Ja. Ja. Und das wird dann aber noch glatt. Ja, das wird alles komplett. Ja. Ja, dann sind wir Freitag. Vielleicht kann ich dann mal am nächsten Wochenende vorbei. Ich bin dann ab dem Kopf wieder frei. Nehmt die Flaschen mit.
Eine Skulptur, die heißt Der Tod des Prometheus. Das ist ein muskulöser Körper von einem Mann, der zwischen zwei Steinen steckt. Ja, hier sind zwei Steine. Da ist der Stein, der ihn erdrückt. Ja, ist der Wahnsinn. Das ist jetzt der, das ist der Körper. Der Körper und oben ist eben der Halsansatz und der Brustansatz. Und jetzt nach links gehen, dann kommen Sie zur Brust. Jetzt runter, ja. Mhm. Und alles in Carrara. Das ist Carrara Marmor, ja. Nee, wir haben auch den Altissimo.